Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal Freizeit gestört. Es gibt wieder ganz tolle Neuigkeiten und viele tolle neue Bilder. Bleibt auf jeden Fall dran, denn ich werde euch die ganzen Sachen jetzt auch hier wieder einblenden. Worüber möchte ich jetzt hier in diesem Video kurz reden? Ja, und zwar, es ist ja jetzt gerade wieder ein neues Gewinnspiel vom Europapark selber rausgekommen. Ja, man kann 8x2 Tickets gewinnen für den Opening-Tag, also ein vollbesetzter Zug mit Gewinnern des Gewinnspiels. Und in den Teilnahmebedingungen stehen ganz detailreiche Sachen, die wichtig, glaube ich, sind für uns. Offiziell wurde ja noch nicht die Größenbestimmung kommuniziert vom Europapark selber. Aber in den Teilnahmebedingungen vom Europapark selber steht drinne, dass Kinder quasi ab 8 Jahren mit einer Mindestgröße von 1,30 teilnehmen können. Das bedeutet für mich im Umkehrschluss, dass die Bahn ab 8 Jahren und einer Größe von 1,30 Meter fahrbar sein wird. Des Weiteren ist der Zug vom Alpenexpress angekommen. Da werde ich euch jetzt natürlich auch ein paar Bilder einblenden. Ich finde den Zug mega schön und ich finde diese Details einfach mega geil, die sie wieder da drauf gemacht haben. Ja, von dem alten Alpenexpress nochmal so ein paar Gimmicks. Der Zug ähnelt auch sehr dem alten Zug. Natürlich ist der Zug jetzt auf neuesten Stand. Wir haben einzelne Bügel, nicht mehr ein Bügel für zwei Personen, sondern Einzelbügelsystem. Und ja, der Zug ist auch wieder gelungen. Ich bin sowieso sehr, sehr gespannt auf den Themenbereich und wie das dann alles im Gesamten wirken wird. Dann auf Instagram sind die ersten Nachtaufnahmen aufgetaucht. Der Europapark macht Nachttestfahrten und da sind jetzt auch tolle Aufnahmen von aufgetaucht. Die Züge sind ja beleuchtet bekanntlicherweise und ja, die waren jetzt auch tatsächlich beleuchtet während den Testfahrten. Und die Szenen werde ich euch jetzt hier wieder einblenden. Das war es dann auch schon wieder mit diesem kleinen News-Update-Video. Um nichts mehr zu passen, ihr wisst Bescheid, Glocke aktivieren, diesen Kanal kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch was und wir sehen uns dann entweder im nächsten Vlog oder zu einem neuen News-Update.